Gibt's sowas? Gibt's noch? Hat überlebt. Okay. Was macht man sonst? Also, was macht der Westen mit den Frauen? Was gibt's da? Valentinstag und so, was? So. Super. Was gibt's noch? Muttertag. Auch schön. Erinnert mich ein bisschen ans Dritte Reich. Ja, naja. Ich meine, oder? Als ob jemand dafür was kann, dass er Mutter ist. Hey, das ist jetzt die PC-unkorrekte Ecke hier. Den muss ich mir echt merken. Die sind verkehrsmäßig gar nicht mehr vorwärts gekommen. Weil, hier war er auch. Naja, in Berlin scheißt sich sowas weg. Das ist. War alles gesperrt, war alles war gesperrt in Berlin. Na, stell dir das mal vor, ich meine, wisst ihr, in Thüringen gibt es nur eine Straße. In Berlin gibt es viele. Ja, und ich hab natürlich Dokumentationen, das wurde ja recht heftig dokumentiert. Und ich habe wirklich Frauen gesehen im besten Alter, die vor dieser Bühne standen und so ein. Die hatten schon einen kleinen Orgasmus im Blick. Jetzt habe ich mich gefragt, ist das dann schon Nekrophilie? Nicht ganz. Nicht ganz. Ja. Ist schon ein bisschen wie Disneyland, dann so, wenn man das so alles sieht. Also, ich meine, ich sag mal so, ich bin jetzt nicht unbedingt christlich erzogen worden. Nicht wirklich. Also, ich finde das gut, dass es also zu solchen Situationen kommt. Genau. Und ich meine, die Mittel. Ja, egal. Und ich meine, wenn das dann so Frauen sind bei so einem Kirchenparteitag oder wie das dann auch immer heißt, die sonst keine Freude haben. Gleise ich jetzt gerade ab? Okay. Gut, dann kann ich ja weiterfahren. Ich komme mal in die Strophe rein. Das in meiner Hand. Claudia, die betete danach etwas verklärt. Auf ihre Art waren alle irgendwie okay. Doch mit keiner fand ich eben im Schnee. Du hast unwege Augen so. Wenn du nicht bei mir bist, lauf ich nicht ganz rund, dann fühle ich mich wie ein geschlagener Hund. Auf ihre Art waren alle irgendwie okay. Doch mit keiner Farbe
Wenn du nicht bei mir bist, glaub ich nicht ganz rund. Dann fühl